Hallo, liebe Kinder. Hallo, ich bin's, euer Erklärbär. Oh, hallo Erklärbär. Na, wie schaust denn du heute aus? Bist du auf dem Mars und hast keinen Helm auf dem Kopf? Warum, wieso, warum, weshalb? Na, weil dein Auge so rausploppt, ist vielleicht der Druck innen größer als außen. Oh nein, 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 das ist, das kann ich jetzt auch nicht erklären, aber, ja, ich habe jetzt auch irgendwie gar keinen Durchblick mehr. Das ist ja schön für dich, aber ich kenne einen, der kann gut erklären, das ist der Herr Peter. Oh, das ist ja toll. Kann der mir mal was erklären, damit ich das auch anderen erklären kann, weil ich ja will ja ein guter Erklärbär sein. Ja, okay, das kann der dir bestimmt erklären. Herr Peter, kommen Sie mal. Oh ja, bitte, bitte kommen Sie mal, erklären Sie mir mal irgendwas. Ja, hallo, grüß dich, wer bist denn du? Ach, ich bin der neue Erklärbär. Ich will mal was erklären können. Können Sie mir mal irgendwas erklären, so Gleichungen lösen vielleicht? Oh ja, gern, kann ich gerne machen. Komm, hol mir mal das Arbeitsheft vom Schüler Westermann Verlag. Schülerarbeitsheft. Hast du das? Oh ja, das hab ich. Oh, schau mal, schauen Sie hier. So schaut's aus hier, 7. Klasse, gehört dem Herrn Peter. Na, das ist doch schön. Schauen, da sind Aufgaben zum Gleichungen lösen drin. Da suchen wir jetzt mal eine und die schauen wir uns an, Erklärbär. Oh ja, danke, danke. Oh, ich bin schon ganz gespannt, was Sie mir da jetzt erklären. Ja gut, also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und zwar erkläre ich euch auf den Seiten zum Gleichungen lösen. Hier, also sind ja die tollsten Sachen drin. Und zwar die Seite 32. Die ist doch ganz schön. Ja, tun wir doch mal hin und dann legen wir los. Auf der Seite 32 geht es, wie man sieht, darum, Gleichungen zu lösen. Und hier muss man genau hinschauen. Hier heißt es, man soll die Lösungsmenge bestimmen für die Grundmenge G ist gleich Q plus. Ja, was bedeutet das? Das steht für die Menge der positiven rationalen Zahlen ohne die Null. Das heißt, wenn ich jetzt hier negative Zahlen rausbekomme, dann passt's nicht. Also dann dürfte es nicht nehmen als Ergebnis. Gut, ich habe jetzt hier den schönen Fall, also ich habe da jetzt schöne Zahlen hier, x, Zahlen, sonstiges. Und der erste Schritt ist, ich fasse als erstes immer die x zusammen und die Zahlen. 2,5 plus 5,7, 7 und 5 sind natürlich 12, 2 an 1 gemerkt, 6 und 2 sind 8. Also habe ich schon mal 8,2x. Jetzt muss ich hier aufpassen, ich habe hier minus 3,2 plus 5,2. Wir subtrahieren, in dem Fall könnte man drehen, also statt minus 3,2 plus 5,2 kann ich auch rechnen 5,2 minus 3,2. Ja, und wenn ich 5 und 5,2, 3,2 subtrahiere, lande ich natürlich bei 2. Also habe ich plus 2 ist gleich 18,4. Jetzt müssen wir äquivalent umformen. Wir rechnen als erstes minus 2. Ich nehme auf dieser Seite der Gleichung 2 weg, also muss ich es auf der rechten Seite auch machen, damit die Waage im Gleichgewicht bleibt. Und was ich jetzt noch feststelle ist, ich stelle mal schnell den Autozoom ab, weil es wackelt so arg. Gut, Autozoom ist abgestellt. Ich hoffe, es ist für euch scharf genug, dass ihr da jetzt auch sehen könnt, was hier steht. Na, jetzt habe ich 18,4 minus 2, also habe ich 8,2x ist gleich 16. 2 und nun dividiere ich durch ja, durch 2, durch 8,2 und damit komme ich auf x ist gleich und 16,2, das ist jetzt das ganz Geschickte, gell? 16,2 geteilt durch 8,2 ergibt 1,97. Das ist jetzt komisch. Meistens sind die Aufgaben nicht immer so, dass dann erstmal nicht so viel zum Runden dabei wäre. Jetzt gucken wir halt mal, vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Wenn ihr sowas natürlich habt, einen Taschenrechner dürft ihr offiziell erst in der 8. verwenden. Es schadet ja nichts, wenn man mal Ergebnisse nachrechnet. Also ich habe jetzt hier 2,5 plus 5,7 ergibt 8,2x. Das passt. Wir haben minus 3,2 plus 5,2 ergibt 2. Passt. Naja, und dann haben wir natürlich hier unseren Fehler. Also so einen Leichtsinnsfehler. 18,4 minus 2 ergibt natürlich 16. 4 und dann geht es auch schön auf. Also häufig bei sowas werde ich manchmal feststellen, das geht schön auf. Also 16,4 durch 8,2 ist natürlich genau 2.
Also wäre in dem Fall die Lösungsmenge 2, weil dieses Q plus ja alle positiven rationalen Zahlen sind. Also so würde die erste gehen. Oh, das ist ja toll, aber Herr Peter, so ein Leichtsinnsfehler, das darf doch eigentlich nicht passieren, Sie sind doch Mathelehrer. Ja, gut, das ist nicht, aber Mai, ab und zu machen auch Lehrerfehler. Ja, ja, aber da passen Sie jetzt mal besser auf, gell? Ja, gut, gut, Entschuldigung. Ah, der wieder. Gut, die nächste Aufgabe, da fällt man als Schüler natürlich erstmal vom Stuhl, wenn man sowas sieht. Allerdings dürft ihr vor sowas keine Angst haben. Ihr müsst halt einfach wegen die Grundrechenarten berechnen. Das heißt, der erste Schritt jetzt hier ist, ich fasse erstmal alles zusammen. 55 geteilt durch 10 sollte klar sein, ist schon mal 5,5. Gut, ich könnte jetzt hier natürlich schon x zusammenfassen. Ich lasse den Schritt erstmal weg. Also man hätte jetzt hier an der Stelle auch schon zusammenfassen können, 2,4x plus 5,6x. Hätte man eine Zahl weniger schreiben können. Auch der Platzbedarf sehr schön bemessen. Und hier habe ich jetzt noch 2 mal minus 5, sollte klar sein, ist minus 10 plus 1. Also muss man schon klein schreiben, dass man es schön hinbekommt. Gut, wir fassen die x zusammen. 5,6 plus 2,4 ergibt natürlich 8x. 5,5 minus 7,5 ergibt minus 2. Warum? Ich rechne 7,5 minus 5,5 ist 2 und als Zeichen brauche ich ein Minus. Also haben wir minus 2 ist gleich minus 10 plus 1 ergibt bekanntlich minus 9. Erster Schritt jetzt also, wir rechnen plus 2. Also habe ich 8x ist gleich minus 7 und nun dividieren wir durch die Zahl 8 und da kommt raus, x ist gleich minus 7 Achtel. Als Lösungsmenge sollte klar sein, kann ich natürlich aus diesen minus 7 Achtel auch eine Dezimalzahl machen, wenn ich das möchte. Wenn jetzt hier nichts anderes dort steht, könnte das auch so stehen lassen. Also da hättet ihr wirklich die gleichen Möglichkeiten. Oder ich schreibe halt jetzt hier einen Dezimalbruch draus. 7 Achtel, das kann man im Kopf wissen. Oder man rechnet es halt einfach mal im Kopf. Ich könnte natürlich hier auch schreiben, oder x ist gleich minus. Gut, 7 geteilt durch 8 geht nicht. Also fangen wir an mit 0, in 70 geht die 8. Bekanntlich. Na, wer weiß es, erklärbar. 8 mal, genau, in 70 geht die 8. 8 mal rein, 8 mal 8 sind 64, Rest 6. In 60 geht die 8 natürlich 7 mal rein, hätten wir 56, Rest 4. Und in 40 geht sie 5 mal rein. Also entweder ich schreibe es als Bruch oder ich schreibe es als Dezimalbruch. Und dann könnte man natürlich die Lösungsmenge angeben. Das Problem ist natürlich hier, ich habe jetzt Q plus, dass da ist weder eine, das ist jetzt hier natürlich negativ, also ist es nicht in Q plus. Also kann ich hinschreiben, dass meine Lösungsmenge die leere Menge ist. Oder ich schreibe hin, L ist gleich. So, also ich habe zwei geschweifte Klammern ohne irgendwas drin. Also da kann es auch mal sein, kommt die leere Menge raus. Ja, ihr seht schon, die Aufgaben werden immer schlimmer. Wir haben jetzt 5 Achtel x plus 1,4 minus 5 Sechzehntel x minus 2,8 geteilt durch 2 ist minus 5. Erster Schritt, wieder so weit wie möglich zusammenfassen. Und hier habe ich ja 5 Achtel x und da habe ich minus 15 Sechzehntel x. Ich habe zwei Brüche mit verschiedenem Nenner. Sollte man wissen, wenn ich zwei Brüche mit verschiedenen Nennern zusammenfassen will, muss ich die erst durch erweitern oder kürzen gleichnamig machen. Gut, 16 ist ein Vielfaches von 8. Auf 16 komme ich, wenn ich 2 mal 8 rechne. Also erweitere ich diesen Bruch mit der Zahl 2. 2 mal 5 sind natürlich 10 und 2 mal 8 sind 16. Also wird aus diesem Bruch 10 Sechzehntel x plus 1,4 minus 15 Sechzehntel x und 2,8 geteilt durch 7 ergibt 1,4. Durch 2, also durch 7, wie komme ich denn auf sowas? Hier muss ich aufpassen, hier ist ein Potenz. Na, erklärbar, was kommt denn da raus, wenn ihr minus 5 hoch 2 rechnet?
Das ist einfach. 5 mal 2 ist 10, 10 minus 10. Ja, das ist leider falsch, weil dann müsste hier stehen, erklärt mir minus 5 mal 2. Hier steht aber 5 hoch 2. Denk nochmal scharf nach. Ist ja Kurzschreibweise, gell? Das ist eine Kurzschreibweise für 5 mal 5. Also steht hier minus 5 mal 5 und 5 mal 5 wäre dann 25, also minus 25. Super, also der Erklärbär ist durchgeschrieben. So, jetzt haben wir hier minus 25 mal ein 32. Gut, nochmals knifflig. Als Zeichen habe ich minus, und jetzt habe ich 25 mal ein 32. Also kann ich das als Bruch schreiben, habe ich minus 25 32. Warum? Ein Bruch wird mit einer natürlichen Zahl multipliziert, indem man den Zähler mit der Zahl multipliziert und den Nenner beibehält. Jetzt können wir zusammenfassen. 1,4 minus 1,4 fällt weg. Schon mal schön. Jetzt haben wir 10 Sechzehntel minus 15 Sechzehntel ergibt minus 15 Sechzehntel x ist gleich minus 25 Zweiunddreißigstel. Gut. Was muss ich jetzt machen? Ich muss dividieren durch minus 15 Sechzehntel. Gut, wenn ich durch einen Bruch dividiere, sollte klar sein, muss ich natürlich mit dem Kehrwert multiplizieren. Das heißt, durch einen Bruch wird dividiert, indem man mit dem Kehrwert des Bruches multipliziert. Und das ist natürlich jetzt schön. Warum? Wir können kürzen. Minus minus ergibt plus 25 und 15. Ich schreibe es mal ganz ausführlich hin nochmal. Für einen, der da jetzt Probleme hat, können wir kürzen und zwar durch 5. 5 mal 3. Wissen wir ja auch, ein Bruch wird mit einem Bruch multipliziert, indem ich den Zähler mit dem Zähler und den Nenner mit dem Nenner multipliziere. Und vor dem Ausmultiplizieren ist es geschickt, so weit wie möglich zu kürzen. Durch 16 kann ich kürzen. Also habe ich hier eine 1 und hier eine 2. Also kommt als Ergebnis raus 5 Sechstel. Und damit habe ich natürlich die Lösungsmenge. Nämlich 5 Sechstel. Das habe ich, muss ich überlegen, habe ich mich da jetzt schon wieder verrechnet. Weil im Lösungsbuch hier kommt 5 Sechzehntel raus. Also das ist wirklich früh am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen, gell? Ja, natürlich wieder ein Leichtsinnsfehler ohnegleichen. Also da, heute ist ein bisschen der Wurm drin, aber der Erklärbär, der passt auch nicht auf. Das hätte er doch schon längst wieder merken können. Erklärbär. Jetzt ist er eingeschlafen, Gottes Willen. Und dem soll man was erklären. Und dann schläft er dabei. Na, das ist manchmal wie so, ja, unverständlich, der Erklärbär. Naja, aber man kann es ja auch jetzt ausbessern und dann irgendwann kann er sich ja das Video nochmal anschauen und dann rätselt er vermutlich, warum da jetzt Sachen ausgebessert sind und ob ich da Fehler gemacht habe. Also kommt 5 halbe raus. Oder man könnte natürlich auch schreiben, x ist gleich 2,5. Damit ist die Lösungsmenge 2,5. Also 5 halbe gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut als Ergebnis, weil das wäre ein unechter Bruch. Also da hätte man dann höchstens hinschreiben können, zum Beispiel 2 ganzes 1 halbes. Oder man kann es auch schön in einen Dezimalbruch umwandeln. Müsst halt immer schauen dann bei Schulaufgaben oder so, wie es der Lehrer haben möchte. Das steht dann da, also Runde auf 2 Nachkommastellen, falls nötig, oder schreibt dein Ergebnis als so weit wie möglich gekürzte gemischte Zahl oder es steht halt nichts da und wenn nichts da steht, könnt ihr sowas auch stehen lassen. Kann man natürlich variieren. Gut, die nächste, oh, jetzt das sind schon die 3 mal x zusammenfassen. Also 3x plus 5x sind 8x minus x sind 7x. Gut, jetzt habe ich noch 2,65 minus 7,5. Was rechne ich? Ich muss als Rebenrechnung rechnen. Schon mal vom Zeichen her das Minus und jetzt muss ich rechnen 7,5 minus 2,65. Brauchen wir hier noch ein Nuller. Von 5 auf die 0 fehlen schon mal 5. 1 gemerkt. Von 7 auf 5 fehlen uns 8. 1 gemerkt und von 3 auf 4 kommt Folgendes. Also habe ich schon mal minus 4,85 ist gleich. Ja, und hier kommt natürlich raus 0,0. 5. Erster Schritt, wir rechnen plus 4,85.
darf man eigentlich nicht so sagen, also das muss ich eigentlich lesen 4,85 und damit kommt hier raus 4,90 und das wird durch 7 dividiert. Damit ist mein x natürlich jetzt 0, weil 4 durch 7 geht ja nicht, also 49,07. Auch das ist eine positive rationale Zahl und als x Lösungsmenge kommt 0,7 raus. Wunderbar. Gut, die nächste Aufgabe heißt, man soll jedem Zahlenrätsel eine passende Gleichung und eine passende Lösungsmenge zuordnen. Also das sind ganz, ganz beliebte Aufgaben für Schüler, die da jetzt kommen. Also, dass man hier mal zu Zahlenrätseln eine Lösung findet. Ja, man muss halt genau übersetzen. Also schauen wir uns einfach mal das erste an. Da heißt es jetzt, ich multipliziere eine gedachte Zahl mit 0,2. Ja, wenn ich mir eine Zahl denken soll, die ich nicht kenne, nenne ich die x. Gut, ich multipliziere die mit 0,2, also habe ich x mal 0,2 oder man kann es natürlich drehen auch 0,2x mal x und das mal kann ich weglassen. Dann subtrahiere ich 2,3, also müssen wir jetzt hier minus 2,3 rechnen und addiere schließlich das Fünffache meiner gedachten Zahl. Das Fünffache einer Zahl wäre 5 mal x, also 5x, also plus 5x. Und ich erhalte die doppelte Differenz. Differenz ist natürlich 1,4 minus 8,4. Allerdings will ich nicht die Differenz haben, sondern das Doppelte. Also 2 mal das, was da rauskommt. Und damit müssen wir halt schauen, was für einen Buchstaben wir hier haben. Und da sehe ich jetzt, aha, es ist auf jeden Fall hier schon mal der Buchstabe I. Ja, also haben wir jetzt hier schon von den Wörtern her, ich erhalte die doppelte Differenz, ein F und ein I, Phi. Phi. Gut, brauchen wir noch irgendwie einen Buchstaben. Und dazu, auf den komme ich jetzt, wenn ich diese Gleichung löse. Gut, wir haben 0,2x plus 5x. Ich schreibe es jetzt kleiner, ergibt 5,2x minus 2,3 ist gleich. Rechnen, 1,4 minus 8,4 ergibt minus 7, 2 mal minus 7 ergibt minus 14. Wenn ich minus 14 habe, muss ich natürlich jetzt rechnen, plus 2,3. Damit habe ich 5,2x ist gleich 14 minus 2,3 müssen wir rechnen. Habe ich 14,0 minus 2,3, habe ich hier schon mal eine 7, gut, dann habe ich, wenn ich 14,0 habe, minus 2,3, habe ich jetzt hier noch 1, also kommt daraus 11,7. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, was ist 5,2 minus 11,7? Brauchen wir noch eine kleine Nebenrechnung. Blödsinn, geteilt durch 5,2. Also heute ist irgendwie der Wurm drin gerade. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. So, jetzt, wie löse ich denn überhaupt sowas? Weiß das noch einer? Erklärbär, wie löst du sowas? Ach, ich muss da doch das Komma verschieben. Ich mache aus den 5,2 mache ich 52 und dann steht da 107 geteilt durch 52. Ich verschiebe beim, ich habe Dividendendivisor und ich muss halt dann schauen. Beim Divisor, wenn ich das um eine Stelle nach rechts schiebe, muss ich es beim Dividenden auch um eine nach rechts schieben. Oder? War das richtig? Das war richtig, Erklärbär. Der ist halt super. Der kann es, der Erklärbär. Frag mich, warum ich das für den erklären soll, wenn der so viel weiß. Naja, gut, vielleicht ist er einfach nur unsicher. Gut, wir haben 117 geteilt durch 52. Gut, soll klar sein, passt schon mal zweimal rein, habe ich 104. Gut, 47 kommt 13 raus. So, wie oft passt denn in die 130 rein, die 52? Na ja, gut, vermutlich auch zweimal, habe ich nochmal 104. 6, so. Und in 260, na, wie oft passt es in die 260 rein? Wird man feststellen, vermutlich fünfmal.
5 mal 2 sind 10, 25 sind 26, passt. Also ist hier das x minus 2,25, auf keinen Fall das Minus vergessen. Und damit habe ich für meine erste Gleichung die Lösungsmenge. Sie lautet 2,25 und mein Buchstabe ist ein M. Fim. Fim schon mal. Also sind wir schon fast beim Lösungswort. Nächste Aufgabe. Ich addiere das 2,3-fache einer gedachten Zahl zum 0,2-fachen der Zahl. Gut. Wenn ich natürlich das 0,2-fache der Zahl habe, ist es 0,2x. Hierzu, das wäre plus, addiere ich das 2,3-fache der Zahl, also 2,3x. Und subtrahiere dann den Quotienten. Quotient ist die Division. Und ich erhalte die doppelte Summe. Summe sollte ich wissen, ist natürlich das Ergebnis der Addition. Also 1,4, doppelte wieder 1,4 plus 8,4. Also haben wir als Buchstabe noch ein H. Und jetzt schauen wir halt, wo unsere Aufgabe steht. Und die steht hier. T. Also 0,2 plus 2,3x ergibt 2,5x. Gut, 8,4 geteilt durch 1,4. Naja gut, muss ich halt mal überlegen, was ist das? Wird man feststellen, 6. Hm? Genau, 6 mal 14 ist ja 84. Gut, ist gleich. 1,4 plus 8,4 ergibt 9,8. Das Doppelte von 9,8 sind natürlich dann 19,6. Oder? Ja. Gut, wir rechnen plus 6. Also habe ich 2,5x ist gleich 25,6. Und jetzt müssen wir hier nochmal die schriftliche Division durchführen. Schauen wir mal, ob ich es da noch hinbringe. Was müssen wir rechnen? Geteilt durch 2,5. Also als Rechnung muss ich natürlich jetzt rechnen. 6 geteilt durch 25 ist gleich. Gut, schon mal die 1. 25 nichts. 6 geht's nicht, brauchen wir 0. Können wir nicht machen. Brauchen wir noch ein 0, haben wir 60. Komma setzen. In 60 geht die 25 bekanntlich zweimal rein, sind 50. Minus 10 und 100 geht's viermal rein. Also ist mein x 10,24 und die Lösungsmenge sind 10,24. Und da habe ich noch als Lösung das Wort E. So, jetzt habe ich die Buchstaben F, H, I, T, M, E. Brauchen wir ein Lösungswort. Naja, und wenn ich hier meine Sachen natürlich ein bisschen durchgehe, habe ich und da habe ich noch ein Minus vergessen, sehe ich gerade. Ganz, ganz wichtig, der Erklärbär. Hier fehlt noch ein Minus. Ganz, ganz wichtig, Minus. Damit ist es nicht 2,25. So, falsch, sondern es ist das da. Damit habe ich die Buchstaben F, I, C, Fick. So, jetzt wenn ich weitermache, H, T, E. Die Fichte. Ein sehr schöner Baum, gell? Die Fichte. Ein Flachwurzler. Ja, Flachwurzler sind ganz, ganz tolle Bäume, vor allem bei Trockenheiten. Dann verdörren die ganz, ganz schnell, weil die Wurzeln nicht tief in den Boden gehen. Der Borkenkäfer kommt und ja, unsere Fichtenwälder wird es die nächsten Jahre, und sie ist ja schon drüber, ziemlich zerlegen, wenn die Trockenheit so weitergeht. Also ein Flachwurzler, ein schöner Baum, und wenn der Sturm kommt, haut sie ihn ganz schnell um. Dann liegt Totholz im Wald und der Borkenkäfer kommt. Gell, Erklärbär, nochmal was gelernt. Oh ja, oh ja, oh ja. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Ah, jetzt kann ich das lösen, glaube ich. Das ist super. Danke, dass Sie mir das so schön erklärt haben. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und euch auch, liebe Schüler. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal irgendwo. Was machen denn Sie jetzt, Herr Peter? Ach, ich gehe jetzt mal. Ich gehe mal dann in die Schule, so langsam. Echt? Jetzt gehen Sie in die Schule.
Haben Sie das jetzt früh gedreht, das Video? Nee, aber erzählen kann ich ja viel. Ja, stimmt. Ja gut, dann, liebe Kinder, das war doch schön. Jetzt wisst ihr also auch alle Aufgaben im Arbeitsheft zum Thema Gleichungen lösen. Die Stufe kommt später, kommt natürlich noch Ungleichungen lösen. Geht's dann auf der Seite 33 weiter. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Oder der Herr Peter. Tschüss. Ja, tschüss, Erklärbär. Na, hoffentlich hat er sich's gemerkt. Und wie gesagt, also gibt es noch ein ganz, ganz tolles Kapitel. Also der Cliffhanger dann, da Seite 33 geht es dann darum, um Ungleichungen zu lösen. Und das erkläre ich euch natürlich auch irgendwann mal. Allerdings jetzt nicht mehr. In diesem Sinne, lasst es auf euch wirken. Rechnet es irgendwann nochmal nach. Schreibt die Angaben einfach nochmal ab. Rechnet es durch. Vergleicht mit der Musterlösung. Und wenn er wieder aufs Gleiche kommt, könnte es vermutlich. Ja, und mei, man muss ja oft Aufgaben gar nicht groß variieren, gell? Man muss es irgendwann halt nochmal zusammenbringen und dann muss man theoretisch nicht mal mehr groß Zahlen verändern. Gell? In diesem Sinne, übt's einfach fleißig und dann könnt ihr es irgendwann auch ganz, ganz gut. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf, euer Herr Peter.